Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Pack aus, mein Schatz. Wolfgang, mein Wölfi, du sollst mir doch nicht schenken. Deine Liebe genügt mir doch. Nun, was sagst du? Nein. Eine echte MCM. Ich werd verrückt. Ja, bist du denn des Teufels? Das können wir uns doch gar nicht leisten. So viel Geld. Nein, das kann ich gar nicht annehmen. Freust du dich oder freust du dich ja, nicht? Ja, ich freue mich. Ich finde das ganz süß von dir. Aber der Preis. Also, du freust dich. Ja, sag ich doch. Aber es ist leichtsinnig. Psst, dann verrate ich dir etwas. Ich spreche ja sonst nie über den Preis bei Geschenken. Aber damit du dich ohne Bedenken freuen kannst. Ich habe ein tolles Angebot erwischt. Ein Ladenausverkauf wegen Liquidierung. 300 Mark Preisnachlass. Stell dir das doch mal vor. Ach so? Ja, dann ist es also eine Fälschung. Ach gut. Aber nein, wieso denn eine Fälschung? Wie kommst du denn darauf? Ja, aber das weiß doch jeder. 300 Mark billiger, da kommt sie aus Hongkong, aus Singapur, aus Kuala Lumpur oder aus Japan. Aber nein, sieh dir doch mal das Material an. Was soll denn daran gefälscht sein? Aber das ist es doch gerade. Die fälschen so perfekt, nicht mal der Fachmann kann es erkennen. Nicht mal der Wissenschaftler im Labor. Und wenn ich mir schon eine echte MCM-Tasche gewünscht habe, dann möchte ich nicht mit einer Fälschung rumlaufen. Augenblick mal. Du sagst, es ist eine Fälschung, aber keiner kann es erkennen. Ich habe mich doch extra erkundigt. Da muss doch auch irgendwo ein Zertifikat sein. Auch gefälscht. Ach so, daran kann man es erkennen. Aber wieso denn? Nein, daran kann man es auch nicht erkennen. Das gehört dazu. Das ist genauso perfekt gefälscht wie die Tasche. Ach nein, aber es ist eine Fälschung. Mensch, Wolfgang, überleg doch mal, 300 Mark billiger. Aber mit Männern kann man es ja machen. Es war ein Ladenausverkaufsangebot, eine Liquidation. Wolfgang, solche Sachen gibt's nicht, Herr Schnäppchen. Das ist immer etwas faul. Entschuldige bitte. Du kannst nicht erkennen, dass es eine Fälschung war und niemand anders kann es erkennen. Der Preis ist doch der Beweis. Aha. Wenn ich also 300 Mark mehr bezahlt hätte, dann wäre es auch ein Original für dich, oder? Nein, natürlich nicht. Ich hätte es auf jeden Fall gemerkt. Da habe ich ein Gefühl dafür. Jetzt hör mir mal zu. Ich habe ja den vollen Preis bezahlt. Das mit dem Preisnachlass habe ich nur gesagt, weil es dir sonst zu teuer gewesen wäre. Nur damit du dich ohne Bedenken freuen kannst, habe ich das mit dem Preisnachlass gesagt. Arme Wölfi, lass dich eine Fälschung andrehen und auch noch zum vollen Preis. Aber nein! Fälschung bleibt Fälschung. Schade. Wölfi, bist du wahnsinnig? Schöne MCM.